Ja, hier herrscht große Freude in Paris. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Ich markiere mal gerade die nächste Hauptmission und heiße euch damit herzlichst willkommen zurück hier bei Let's Play Assassin's Creed Unity. Was haben wir da eigentlich? Dawson will helfen, die korrupte Auktion der Bande Noir zu stören. Ja, das sind ja alles so Nebenmissionen, ne? Die würde ich auch gerne machen. Manno. Will eigentlich gar nicht noch gar nicht mit der Hauptmission weitermachen, aber der Prophet, der Großmeister des Pariser Ritus Corétien, sammelt seine Truppen auf dem Cévitre des Innocent. Sorry, ich kann das nicht, naja. Sein Tod wird den Angriff vereiteln. Ist das etwa schon wieder das nächste Attentat? Ich weiß es nicht. Aber wir sind doch scheinbar grundsätzlich ein gesuchter Mann, ne? Immer wenn wir irgendwie Feinde oder sowas sehen, da ist eine Kiste. Wir haben doch jetzt neue Dings gekauft, ne? Neue Dütrische. Ich schätze mal, die Kiste befindet sich irgendwie darinnen, ne? Oder auch nicht. Das sieht nicht so aus wie ein Haus, das man betreten kann. Nein, die Kiste ist hier oben tatsächlich. Doch, die ist da drin. Okay. Ja, nein. Oh. Nur die Frage. Wo ist le offenes Fenster, wo wir le reinkommen? Hä? Hier gibt's kein offenes Fenster. Gibt's nur ein paar Psychos, die rumschreien? Hi. Wie kommen wir da rein? Hä? Assassinen, was? Wir brauchen Hilfe. Nein. Nee, sorry, ist glaube ich eine Einladung oder sowas, ne? Ich glaube, so sieht das aus, wenn man eingeladen wird zu einer Koop-Mission. Sorry, aber nee, geht gerade nicht. Zumal wir ja die Koop-Mission mit dem guten Saraza und Co. zocken wollen. Von daher ein fettes Sorry, aber nee, nee. Mich interessiert es viel mehr, wie wir gerade in dieses Haus reinkommen. Weil sich da ja, wie gesagt, eine Kiste herinnen befindet. Und die hätte ich gerne. Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Ach, guck mal, hier ist eine Leiter. Vielleicht nehmen wir die. Sofern ich es dann hinkriege. So, komm, Arno, das kriegst du hin. Super. Oh. Au. Schnauze. Na komm. Boah, du mieser Pisser. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Boah, kleinen Moment. So, weiter geht's. Im Kampf. So, haben wir sie. Boah. Die waren richtig übel. Richtig, richtig übel, die Typen. Alter Schwede. Aber klar, die haben natürlich auch eine Kiste bewacht. Bin mal gespannt, ob in der Kiste was drin ist. Ob sich das jetzt auch gelohnt hat hier. Ich würde es doch mal schwer hoffen. Noch habe ich die Kiste ja gar nicht auf. Okay, das sind zwei, das dürfte gehen. Eins. Zwei. Super nice. Und herinnen befindet sich... 1500. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Einfach mal 1500 plus gemacht. Ich freue mich. Können wir gut gebrauchen, das Geld. Hui. Nein, nicht da wieder hoch. Runter. So. Oh, da unten ist ein Verbrecher, ne? Mach es dir doch selbst einfach. Sag mir, Gott, was wollt ihr von mir? Komm, lass mich den töten. Rede. Na also. Bitte nicht. Wams. Niemand hat was gesehen, Freunde. So, jetzt aber auf zur nächsten Hauptmission. Oh, die haben uns gerade gesehen. Ich hoffe, die haben... Nee, die haben den Mord nicht beobachtet. Sehr gut. Okay. Wir sind immer noch gesucht. Vorsicht ist also geboten. So. Natürlich, die nächste Hauptmission ist mal wieder auf einem Dach. Also auch Standard hier. Dort droben müssen wir hin. So, mal gucken. Einmal durch hier. Vielen Dank. Und dann auf geht die wilde Fahrt.
Diese Kisten, wie gesagt, diese blauen, also diese Innocent-Kisten oder wie die Dinge heißen, werden wir wahrscheinlich dann doch eher nicht machen. Weil ich jetzt die App, die man dafür benötigt, nicht so geil finde oder so toll finde, um sie zu spielen. Weiß ich nicht. Ich möchte jetzt nicht nur zocken, um hier Erfolg zu haben oder um die Kisten aufmachen zu können. Weiß ich nicht. Finde ich nicht so geil. So. Der Prophet. Auf geht's. Oh, Anus, maßgeschneiderter Mantel kriegen wir dafür. Also, wie gesagt, auf geht's. Es kommt Verstärkung, bevor der Meister hier eintrifft. Wir werden Schützen postieren. Hier steht alles. Erledigt das. Sollen wir mit ihnen gehen? Mit der Leibwache des Meisters? Die kommen schon alleine klar. Schätze, du hast recht. Ich suche mir mal ein schönes Versteck, bevor der Rest von denen eintrifft. Lafranier eliminieren. Das Gebiet erkunden. Für Gelegenheiten sorgen. Es gibt 4 Zugänge, 5 Verstecke, 4 Alarmglocken und 42 Wachen. Die Lafranier beschützen. Das wird keine leichte Aufgabe. Wir haben schon Schwierigeres geschafft, glaube ich. Und jetzt müssen wir erstmal das Gebiet ein bisschen in Augenschein nehmen. Sabotierte Alarmglocken, Infiltrationsgelegenheiten. Okay. Unterstützungsgelegenheiten. Da unten geht's scheinbar wieder in die Kanalisation. Die könnte uns helfen. Wie gesagt, erstmal das Gebiet sondieren. Hier unten geht's aber auch runter. Guck mal. Warte, was war das? Eine Alarmglocke, okay. Sind hier schon irgendwo Wachen? Nein, okay. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken, okay. Captain Orvius ist wieder on the road. Hier war doch auch irgendwo gerade so ein Tunnelzugang, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Komm, spring doch mal runter, bitte. Danke. So, das war hier. Ach, das wird wahrscheinlich auf der anderen Seite gewesen sein, ne? Hier drüben. Dann müssen wir doch erstmal darüber. Alter, hier sind überall Totenköpfe, Leichen. Was ist mit denen los? Haben wir hier irgendwo einen dieser netten Herrschaften? Nein. Okay, hier runter. Und dann erstmal hier rein. Und da geht's in die Kanalisation. Ist eigentlich immer mein Lieblingsweg. Einfach weil man hier ein bisschen versteckter agieren kann. Ist quasi so ein kleiner Bunkerweg, mehr oder weniger. Aber eben ein ruhiger Weg. Zumindest vermeintlich ruhig. Ich denke, dass hier unten Wachen postiert sein werden. So ist es nicht. Verteidigen. Hier geht es nicht weiter. Bleibt zurück. Pass auf. Und als ob ich euch aufhalte. Komm. Töte ihn. Na komm schon. Sehr gut. Okay, wir haben die Totengräber. Wir haben die Totengräber beschützt, verteidigt. Das heißt, die helfen uns schon mal, wenn wir hier dringend raus müssen. Aber unser Problem ist damit natürlich noch lange nicht beseitigt. Alter, wie es hier unten aussieht. Das ist doch krank. Krankes, mieses Pack. Okay, hier gibt es verschiedene Unterkünfte. Hier gibt es Leute, die hier unten schlafen. Ich schätze mal die Totengräber, ne? Sag mal, Arno, was machst du da an der Wäscheleine balancieren? Okay, hier ist irgendwo jemand. Ich glaube aber über uns. Hoffe ich zumindest. Hier müsste es dann auch irgendwo wieder hochgehen. Hier. Okay. So, mal kurz anschalten hier. Da sind ziemlich viele. Boah.
Okay, da befindet sich noch eine Truhe. Okay, wir sollen da vorne irgendwas beschaffen, aber was, weiß ich nicht. Ach, die Pläne sind das, okay. Ich check nochmal gerade kurz die Lage. Da vorne ist einer, da ist eine Alarmglocke, da vorne ist noch eine Wache. Ich glaube, wir wechseln mal gerade auf die Phantomklinge. Ich hoffe, es ist sinnvoll, die hier einzusetzen. Bin ich mir nämlich noch nicht so sicher, aber gut. Und zack. Das kann doch nicht wahr sein. Geh doch mal runter, Junge. Was ist los mit dir? Komm. Alter, wie ich das hasse. Wo ist der hin? Weg. Verschwunden. Okay, der kommt hierher. Aber er macht nichts. Tot. Okay, kommen da jetzt noch mehr oder war es das? Ich glaube, einer kommt noch runter. Kann das sein? Nee, der bleibt, wo er ist. Wams. Okay, den nächsten eliminiert. Das ist immer ganz gut, immer so ein bisschen für Aufsehen sorgen, immer alles ein bisschen durcheinander und dann zurückrennen und während im Vorlauf dann wieder alle töten, während sie nicht mehr damit rechnen. Ist eigentlich immer eine ganz gute Taktik, die bei mir eigentlich immer ganz gut aufgeht. Guck, jetzt haben wir hier nämlich nur noch einen, der da so blöd rumsteht. Zumindest einen, den ich von hier aus gerade sehe. Ja, ist mit der einzigste. Den können wir jetzt relativ easy killen. Und zwar so. Ganz einfach. So, plündern, zack. Hm, aromatisches Kraut. Geil. Gleich mal rauchen. Oh no. So, zwei von den Stiften. Scheiße. Okay, ganz easy. Nein. Zu langsam. Okay, höhere Stufe der Schlossknackerfähigkeiten, weil wir kriegen das auch so hin. Komm. Mann, das gibt's nicht. Gleich mal beim Runtermachen. Probiert. Ah. Komm, eben hat's doch auch geklappt. Ich bin zu langsam. Eindeutig zu langsam. Mann! Ich verbrate gerade unsere ganzen Dietriche. Nee, komm, lass. Das lassen wir. Oh mein Gott. Wo kommt denn der auf einmal her? Okay, ich meine, wir können den... Oh. Stimmt etwas nicht. Was ist los? Ich wollte eigentlich noch die Alarmglocke sabotieren, bevor ich hier weitermache. Aber ich glaube, vorher müssen wir den Typen sabotieren. Der von all dem nichts mitbekommt. So. Gucken, was er dabei hat. Was hatte denn der junge Mann? Mh, ein Bier, geil. So, wo ist die scheiß Alarmglocke? Da ist sie. Fling. Sehr gut, da hinten ist noch eine. Was ist mit dem Typen, der da oben... Ah ja, da oben. Ne, das machen wir nicht hier mit. Das ist zu viel Verschwendung. Wir klettern hier einfach hoch. Und holen uns den so, der steht ja voll nah am Rand. Das müsste eigentlich ganz gut klappen. Hallo! Sehr gut. So, was hat er denn dabei? Ich erwarte Munition für irgendwas, weil es ein Schütze war. Boah, 5 Dietriche, geil. Wir interagieren. Wo Lafreniere sich zu welchem Zeitpunkt aufhalten wird. Noch leichter hätten sie es mir kaum machen können. Karte der Schutzmaßnahmen, okay. Hab ich dich. Sicherheitsplan erhalten, alles klar. So, die sabotieren wir gerade schnell. Ach, guck mal da. Na, wen haben wir denn da? Ein ziemlich unaufmerksamer junger Mann. Genau wie du.
Mann, was seid ihr nur für Loser. Unfassbar. Die ist echt krass, wie die einfach nichts checken, nichts mitkriegen. Voll die Fröbel, ey, ganz ehrlich. Die Sicherheitsfirma würde ich feuern. So, da oben soll sich irgendwo noch eine Kiste befinden, ist mir jetzt aber erstmal egal. So, wir haben noch ein paar Alarmglocken, die wir sabotieren können, schrägstrich müssen. Gerade das Adlerauge angeschmissen. Was ist das hier? Ah ja, das ist der Weg, wo er lang gehen wird. Okay. Wir müssen halt noch vorsichtig sein. Weil Wachen und so. Hier gibt es ja jetzt wieder welche. Das heißt, wir sollten mit ein bisschen Vorsicht agieren. Wachen everywhere? Ne. Wachen nowhere. Schmink. So, da hinten haben wir noch jemanden. Aber mit dem haben wir kurz einen Prozess. Was für Moderator abschaum! Halt die Klappe. Verdammter Verräter! Oh. Ihm nach. Halt die Schnauze! Nicht entkommen. Oh. Halt die Klappe, du Böckchen hier! Hier wird kein Alarm geschlagen. Von niemandem. Nie mehr. So. Okay, was sollen wir jetzt machen? Untergrundwiderstand verfügbar, Sicherheitsplan verfügbar. In einem Heuhaufen warten. Jetzt die Frage. Wo warten wir am ehesten? Hier geht er auch lang. Da könnten wir warten. Hier vorne geht er ganz schön viele Schritte. Wenn das die Schritte sind von ihm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht er da ziemlich viel. Was machen wir? Welchen Heuhaufen nehmen wir? Welcher ist am einfachsten, am ehesten, vielleicht am besten? Ich hätte jetzt gesagt, hier irgendwo. Warte mal, ich check mal gerade noch kurz, ob wir vielleicht unsere Fähigkeit verbessern können. Also die Schlösserknacken-Fähigkeit. Warte mal, Charakteranpassung. Fähigkeiten. Schleichen. Schlossknacker-Lehrling. Achso, Sequenz 5 abschließen, dann können wir das hier kaufen, okay. Kostet 6, könnten wir uns dann sogar kaufen, sehr nice. Dann verbraten wir jetzt noch nicht unsere Dietriche dafür. Wir checken jetzt erstmal, wo wir uns verstecken können. Also wirklich einen Heuhaufen habe ich noch nicht gefunden bis jetzt. Haben die hier sowas überhaupt? Hier ist ja nirgendwo Heu. Keine Scheu, kauft mehr Heu. Könnten wir auch hier drinnen warten? Würde das auch gehen? Ach so. Okay. Dann auf geht's. Ich liebe es, wenn mein Ziel zu mir kommt. Das heißt, es ist einfach nur auf den richtigen Moment warten. Wann wird Lafreniere eintreffen? Die Wahrheit ist in Gefahr, meine Brüder. Sie wird bedrängt von allen Seiten. Jakobiner legten sie auf die Streckbank, vergewaltigten sie für ihre populistische Propaganda. Falsche Propheten mischen sich unter das Volk und versprechen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Bastarde! In unserem eigenen Orden fordern falsche Brüder, dass wir die Wahrheit verleugnen und verbünden sich mit eben jenen, die wir bekämpfen. Und immer, immer lauern die Assassinen in ihren Schatten und warten auf ein Zeichen der Schwäche. Verräter! Unsere Feinde glauben, uns die Waffen zu nehmen, beraube uns unserer Macht. Ich denke, dass die Verfechter der Wahrheit nicht so leicht zu besiegen sein werden. Wir müssen nur auf den richtigen Moment warten. Stärke! Haltet euch bereit, Brüder. Heute ist die Wahrheit auf unserer Seite. Hunger!
Nichts ist auf eurer Seite. Der Tod lauert überall. Kommt er jetzt nicht hierher? Okay, er ist scheinbar doch nicht hierher gelaufen. Oder doch? Läuft er jetzt von uns weg oder läuft er zu uns? Oui, Monsieur. Die Männer kennen ihre Pflicht. Okay. Die Bastarde entkommen uns nicht. Sehr gut. Wir warten noch einen Moment. Der Feind stand uns das letzte Mal im Krieg. Ja, Meister. Wir könnten jetzt natürlich auch drauf losrennen und den einfach töten, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Dafür ist hier doch zu viel Verkehr gerade. Aber er kommt näher. Und ich bin davon überzeugt, dass er auch hier lang kommt. So stand es zumindest auf der Sicherheitsplan. Und sobald er hier vorbeikommt, ist er tot. Er ernährt sich uns. Okay, geht er doch erstmal da lang. Wir gehen hinterher. Ihr mich auch. Stirb! Steh nun auf, mein Bruder. Ihr traut dem Mann doch nicht, oder? Mirabeau ist ein guter Mann. Ein ehrlicher Mann. Mirabeau ist nur ein selbstherrlicher Trinker. Vergesst bloß nicht, wer hier der Großmeister ist, Lafreniere. Bringt dies schleunigst zu Großmeister de la Serre. Übergebt es ihm persönlich. Ja, Meister. Meister, wir haben ein Problem. Christophe hat unserem Feind Informationen gegeben. Ich fürchte, dass dieser Ort nicht länger geheim ist. Wir werden den Zeitplan beschleunigen. Sammelt die Männer. Wir greifen L'Hôtel de Beauvais heute an. Und wir müssen weg. Dringend. Boah. Das ist er. Ihr mich auch. So, wir flüchten hier runter. Das hatten wir ja zum Glück freigeschaltet hier unten. Die Hilfe der Totengräber. Scheiße. Die Hilfe der Totengräber. Okay, ich hoffe, wir schaffen das. Aber sie kämpfen für uns. Stark wie sie sind. Tapfer wie sie sind. Unsere Männer. Seite an Seite. Blut für Blut. Und Leben für Leben. Kurz schauen. Töt ihn. Schön. Und jetzt weg. Komm, hau ab, hau ab. Sehr gut. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und wir sind raus. Wir sind noch nicht sicher, aber wir sind schon mal raus. Und jetzt haben wir es auch endgültig geschafft. Lafreniere ist Geschichte. Puh. So, Erinnerung abgeschlossen. Einen Gegenstand haben wir bekommen. Arnos maßgeschneiderten Mantel. Zumindest freigeschaltet haben wir ihn. Und wir haben Lafreniere getötet. Yippie. Sehr schön. Das freut mich. Da will ich gleich mal gucken. Gleich mal gucken, wie dieser Anzug aussieht. Ausrüstung. Ausstattung. Nee. Oder doch? Warte mal. Monturen. Hier müsste doch eigentlich jetzt Arnos Dings dabei sein, oder nicht? Okay, die haben wir aber noch nicht freigeschaltet. Das ist nicht die, die wir jetzt haben. Warte mal. Umhang hieß es, ne? Ach hier, Arnos meistgeschneiderter Mantel, aber das ist nicht der. Ist das der? Ne, das ist der auch nicht. Hä? Was ist der, den wir jetzt gerade freigeschaltet haben? Meisterlicher Mantel. Hm. Naja.
Da war jetzt auf jeden Fall nicht der, den wir neu freigeschaltet haben. Ist aber auch egal. Alter, 125.000. Wie willst du so viel Geld zusammenbekommen? Das funktioniert doch gar nicht. Ich meine, selbst wenn du das Kaffee voll ausgebaut hast, das kann nicht funktionieren. Was ist denn hier los? Hallo? Novize, Bishop hier. Du schlägst dich gut bisher. Ich gebe dir einen kleinen Boost. Wir haben einen gewaltigen Durchbruch erzielt. Durch tiefgehende Datenanalyse erfuhren wir, dass der Weise, den wir suchen, ein Großmeister der Templer war. Derselbe Mann, den Arno verfolgt. Viel besser geht es ja gar nicht. So, alle Updates wurden installiert. Nutze sie sinnvoll. Wir hören uns. Sehr schön, wir haben neue Assassinen-Fähigkeiten freigeschaltet und was das genau ist, das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed Unity. Bis dahin. Wir haben das Attentat auf Lafrenière erfolgreich beendet bzw. durchgeführt und jetzt gilt es dann, die nächste Hauptmission in Belda anzugehen, aber vorher gibt es neue Fähigkeiten für Arno und wir müssen noch ein bisschen Geld sammeln, um uns all diesen Kram auch am Ende dann überhaupt leisten zu können. Ich hoffe, du bist am Start, wenn wir mehr Geld sammeln und hast noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.